Ja, Mahlzeit, da sind wir schon wieder. Und heute mal keine Warhammer-Figur, sondern ganz, ganz neu von Playtoy. Ich glaube, man darf gar nicht sagen, was für eine Lizenz das ist, aber, oder? Das ist ja kein Lizenzprodukt. Aber was soll man machen, ne, wenn keiner eine rausbringt? Ich weiß nicht, ich glaube, es könnte eine Königin sein, eine Kindkönigin in einer weit, weit entfernten Galaxis. Da sind irgendwie, ich weiß nicht. Also wenn du in Thailand bei Thai-Boxing, ne, dann nennt man die so ähnlich, die Leute. So, aber genug erzählt, da gucken wir jetzt einmal rein. So, gucken wir rein. Sie war ganz gut verpackt, ist direkt aus Hongkong gekommen. Bestellt habe ich bei KG Hobby, hat mit allem drum und dran 147 Euro gekostet. Zubehör ist nichts mit dabei, aber die braucht auch nichts. So, ich packe es mal ganz aus und dann gucken wir uns die mal auf dem Drehteller an. So, hier einmal in ganzer Pracht. Wir haben eine kleine Büchse drunter gestellt, weil das Kleid ist sonst ein bisschen zu lang und das fällt dann auch nicht so schön. Also wenn ihr euch die Figur holen wollt, wenn wir auf einem guten Stand, vielleicht fällt sie jetzt auch um. Aber der Stoff ist eine sehr gute Qualität. Einfach mal ein bisschen näher dran. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Stand. Sollte auch passen, ohne jetzt mal so direkt unten drunter zu gucken, dass die dann ordentlich hält. Gucken wir mal ein bisschen ins Detail. Gesicht finde ich sehr gut. Der Stoff hat eine sehr, sehr gute Qualität. Also wirklich kenne ich von größeren Firmen nicht diese gute Qualität. Hier, das wäre für mich noch ein bisschen, hätte mal ein bisschen leuchtender sein können. Bisschen mehr durchsichtig, weil die sind ja eigentlich sehr, sehr gelb-orange leuchtend. Genau, wir haben hier mal noch ein bisschen loses Haar hier mit dran. Ja, die Haare sehen auch gut aus. Also kann man auch für das Geld, kann man nichts sagen. Die Details sind schön herausgearbeitet. Als Gesicht muss man das mal so hinbekommen, ne? Ja, eben. Es ist halt auch sehr viel eine jüngere Natalie Portman als die wir jetzt zu Episode 2 sehen, wo Hot Toys sich ja auch nicht Himmel macht, einfach halt den gleichen Kopf für Padme und dann zu Mighty Thor nimmt. Weil einfach. Hab ich noch gar nicht gesehen, Mighty Thor. So. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Viel Beweglichkeit, ja, sie ist zu beweglich ein bisschen. Jetzt nicht sagen, es ist eine sehr schöne Figur und ja, für Leute, die eine kleine Star Wars Sammlung haben, natürlich auch ein Muss. Bis zum nächsten Mal. Sagt doch mal, kauft ihr euch die auch? Oder sagt ihr, ja, vielleicht, weil es nicht lizenziert ist, aber da muss man sagen, es wird vermutlich, gerade wegen dem Kleid, wird es keine lizenzierte Version von Hot Toys oder so kommen. Das kann man sich, glaube ich, echt abschminken. So, man muss ja auch schon glücklich sein, dass eine zu Episode 2 kommt, wo es ja auch nur, ich glaube, nach der ersten Ankündigung 5 Jahre gedauert hat. Naja, bis zum nächsten Mal.